Zo, jetzt bin ich wieder voll da, ey. Willkommen zurück beim Stream von Destiny. Ein bisschen länger gedauert, sorry, aber ich mache jetzt nur noch PvP. Deswegen, ich habe die meisten noch Beutezüge fertig gemacht. Ich wollte nicht, dass ihr euch das antut. Das haben wir jetzt mal kurz gemacht. So, jetzt mal ein bisschen PvP, mal ein paar Leute tot. Unter welchem Modus eigentlich? Ah, Bergung. Bergung? Bergung gibt's doch gar nicht mehr. Scheiße. Ich muss nochmal zum Turm, ich muss nochmal ein anderes Ding mitnehmen. Ich Vollidiot, hab vergessen, dass Bergung nicht mehr existiert. Und ich glaube, die bei Bungie hat zwar auch vergessen. Ich frag mich, warum die immer noch Dinger rausbringen für Bergung, da Bergung noch nicht mehr existiert. Aber gut. Intelligenz war wohl noch nicht deren Stärke. Aber seht ihr ja selbst. Mann, tut das gut. Skorpionherzog, die Sau. Spielerkarte. Schon mal ein Headset bereit machen, sonst kriege ich gleich Mucke. Und dann gibt es Gezucke. Ich würde sie über Kenning machen, aber verstehen die mich nicht so schlecht. Na, Herzog! Was läuft? Herzog ist tot. Xbox, andocken Party. Der ist im Spielchat, der Vollidiot. Wow, er hat doch gemerkt. Ja, okay. Ja. Hab ich nie behauptet. Ah, ich hab nicht gesagt, dass ich es gedacht habe. Geschrieben, ob wir heute Raid machen. Stimmt er was. Ja, ich würde gerne mal endlich Raid machen, ey. Ist so langweilig, nicht sonst immer so. Ja, bloß dafür braucht man eben Leute mit Level 27 oder 28 oder 26. 25 braucht man gar nicht mitnehmen. Deswegen ist es schon scheiße. Jetzt mache ich ein bisschen Multiplayer. Ich muss nicht schnell wieder Punkte vollkriegen. Halt. Abbruch. Bin ich bescheuert? Wieso habe ich Kontrolle genommen? Ich muss einen Konflikt machen, wenn ich irre, oder? Nee, Kontrolle. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es ja perfekt. Passt wie die Faust aufs Auge. Boah. Ich mache gerade nämlich Multiplayer bei Destiny und ja. Will nicht meine neue Waffe noch abholen heute. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche nur noch 10.000 Punkte. Ja, ich brauche nur 10.000 Punkte. 3 Matches muss ich gewinnen. Und noch weitere 40 Idioten umbringen. Na gut, Idioten sind es ja nicht, aber naja. Ah, dann habe ich heute noch 3 Spiele vorbestellt bei GameStop, auch wenn ich GameStop hasse. Aber naja, die haben
Ja. Lords of the Fallen, Borderlands Pre-Sequel und Sunset Overdrive. Nee, das sind so, die Idioten haben da irgendwelche Plörre gesoffen und dann sind sie mutiert und da kannst du total die overdressten, total lustige Waffen zusammenschustern und so ein Scheiß. Kannst du mit sieben Freunden auf der Xbox One dann machen. Allen Scheiß kannst du dann machen. Das ist ja ein Exklusivtitel, glaube ich, für Xbox One nur. Assassin's Creed Unity werde ich mir bei Bungie direkt vorbestellen. Aber dafür brauche ich erstmal Geld, also muss ich erstmal Mitte des Monats warten. Da steht doch Beitreten. Beitreten kann er draufdrücken, dann steht da Party beitreten. Na, Sturm, auch da. Oh, was machst du gerade? Konflikt? Ich mach Kontrolle. Alpha Team. Ja, wenn du willst. Erobern und verteidigen, Hüter. Ja, ich muss ein paar Idioten umbringen. Ich muss noch 40 bei Leute umbringen, muss ich. Und 10 Kontrolle wieder einnehmen. Und 3 Spiele gewinnen. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A. Ja, es ist Königliche erobert. Und dann auch noch die PvP da. Ihr habt Zone B eingenommen. Führung verloren. Wir haben noch 2 Sachen. Wir haben noch Führung verloren. Hä? Ja. Scheiße. Ich bin schon 2-mal gestorben. Führung übernommen. Wir haben die Führung abgegeben, weil wir die ganze Zeit abgeknallt werden? Ist das jetzt ein Scherz? Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. In Führung. Ah, kriegen Assist. Ich krieg immer einen Assist. Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. Ich muss heute auch noch die Zone C neutralisiert. Führung verloren. Schwere Munition kommt. Feind hat Zone C eingenommen. Schwere Munition verfügbar. Ah,
bin leider gestorben, aber Zone ja. B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Alter, das glaube ich nicht. Chaos Array hat nur noch so wenig Leben gehabt. Ey, der hätte fast einen Stern gestorben. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Das ist halt schwer, sind wir noch dabei, Munition. Ihr habt Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Killed, Zone A neutralisiert. Die wird gerade eingenommen. Zone A ist sicher. Führung übernommen. Oh, fuck. Genau, dann hat er uns reingejagt, ey. Alle Türme unter Kontrolle haben wir. Perfekt. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Wir haben Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Zone B verloren. Zone A verloren. Wir haben das jetzt gekriegt, weil einer. Feind hat Zone B erobert. Der Feind hat Zone A erobert. Hä? Sonnensänger. Mistkröte. Hallo, Clone. Zone B ist neutralisiert. Wir haben Zone B eingenommen. Da ist aber noch ein. Nee, ja. Ich hasse PvP. Hab's immer gehasst. Werd's immer hassen. Schwere Munition kommt. Und jetzt gewinnen wir gut. Was schwere Munition. Zone A neutralisiert. Oh, schwere Munition hole ich mir jetzt gleich. Yippie, Schweinebacke. Ihr habt Zone A erobert. Nur noch 5 Minuten. Zone C verloren. Na toll. Zone B verloren. Ich will mit einnehmen. Zone C ist sicher. Zone B ist sicher. Ihr habt alle Scheiße, Zonen ey. Erobert. Scheiße, wir sind gerade Feuer am Gewinn. Zone A verloren.
Feind hat Zone A erobert. Scheiße. Oh, fuck. Ich will Zone A mit einnehmen. Ich will Zone A mit einnehmen. Zone A neutralisiert. Zone C verloren. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Zone B verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Ah, Raketenwerfer, ey. So eine feige Sau, ey. Ey, mit Raketenwerfer kann ich auch locker töten, ey. Das ist echt nicht schwer. Nur weil der falsch gesprungen ist, bin ich gerade gestorben. Oh nein. Hä? Was ist das denn? Das ist doch nicht normal. Ich bin genau eine Granate gesprungen, ey, und die explodiert erst dann, wenn ich da ankomme. Was ist das denn für eine Sauerei? Zone B ist sicher. Zone A verloren. Nur einmal. Schwere Munition kommt. Ihr habt Zone A erobert. Schwere Munition verfügbar. Zone B verloren. Scheiße, von hinten kam der. Ja, Klon, nächste Runde spiel nochmal PvP. Ich spiel jetzt ein bisschen PvP, weil ich meine eine Sache fertig haben will. Ich muss ja noch, Punkte sammeln. Mäß ihn nieder, sei keine Gnade. Mal, du Arsch. Der Feind hat Zone A erobert. Jo, mach das. Und wieder ein gewonnener Kampf. Auf zum nächsten. Gott, ein Kill. Yes! Hat noch einen Kill kurz gemacht. Werde ich kurz rausgehen. Könnt ihr beitreten. Boah. Nett. So. Kurz mal raus. Erstmal die da beim Stream dazugekommen sind, willkommen beim Stream. Ihr könnt es beitreten, wenn ihr wollt. Punkte habe ich gemacht. 1229, das ist gut. Das ist schon mal gut, ey. Ah, dann kriege ich heute wahrscheinlich noch eine exotische Waffe. Freue mich auch drauf. Noch zwei Dinger. Hä? Keine Ahnung, da steht eine Dunkelheit geprägtes Impulsgewehr. Schon wieder ein dreckiges Impulsgewehr. Ich denke mal, entweder ist es das gleiche, was ich jetzt schon habe, oder ist wieder ein anderes. Wenn es wieder ein anderes ist, dann kriege ich langsam die Krise. Ich hasse Impulsgewehre. Ich habe schon immer Impulsgewehre gehasst. Ja, das kann ja vielleicht ganz gut sein. Aber bloß das, was ich aus dem Schmelz, was ich mir verdient habe, die Gewehre, sind bisher totale Dreck. Lutz hat es und ich habe es. Und er findet das Impulsgewehr auch Schrott. So, ich warte immer noch auf den Beitritt von euch, aber passiert ja nichts. Clone ist online, spielt aber kein Destiny. Du bist ein Scherzkeks, Clone.
Willst mitmachen, Arsch? Du hast kein Essen hier drin. Geile Idee. Ja, wie soll ich dich einladen, wenn du nicht... Der ist ein Witzbold. Schon mal nachgeguckt, Clone? Du spielst kein Destiny. Ich dich nicht einladen können, wenn du kein Destiny spielst. Außerdem, wie willst du beitreten, wenn du kein Destiny anhast? Flitzpiepe. Xbox, andocken Party. Ja, Beeilung, ich will heute noch starten, nicht erst morgen früh. Können ja. Ah ne, wir können ja nicht ins Spielechat gehen. Scheiße. Ah, verdammte Scheiße, kommt. Ach ne, es liegt ja nicht an dem Scheiß, sondern es liegt an dem Scheißdreck hier. Ne, es liegt nicht an Twitch. Es liegt nämlich an, wie heißt das Ding nochmal? Es liegt an Bungie. Die haben noch kein Update rausgebracht, dass man Spielechat auch nicht machen kann. Oder es liegt an Microsoft selbst. Eins von beiden. Ich weiß ja nicht. Jo. Ich weiß auch nicht. Weiß einer von euch, wer ist nochmal dafür zuständig? Bungie oder wer? Für Spielechat. Ja, aber bloß, ich weiß ja nicht, ob Spielechat jetzt Microsoft zuständig ist, weil Microsoft ist ja auch wie... Denken wir ja wie auch, ne? Wieso ist denn ja jetzt wieder weg? Klon ist wieder aus dem Trupp raus, keine Ahnung weswegen. Ach so. Wie bist du rausgeflogen? Ja, ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Wo bleibst du, Mensch? Ich dachte, du willst das nie reinschmeißen. Brauchst du immer 2 Wochen? Ja. Gottverdammt, dauert das ewig. Schon wieder 9 Lichtpartikel. Geile Scheiße. Ach genau, wir können heute nochmal die wöchentliche machen. Okay. Von was kriegt man? Ach ja, ja, das weiß ich. Das haben sie gepatcht, ne? Nee, man kriegt jetzt also immer aus den legendären Scheißsachen immer auch sowas, oder was? Aszendentenbruchstück, hast recht. Hast recht, hab's gerade mal gemacht. Ja, ich habe Aszendentenbruchstück schon wieder gekriegt. Ich zerlege gerade hier ein paar Sachen. Adio. Ist ja geil. Ich habe Inka Bruchstücke gekriegt. Ich habe Inka Bruchstücke gekriegt, wie blöde, ey. Ist ja geil.
Das ist ja geil, dann werde ich heute, dann werde ich heute noch Königin, glaube ich, machen. Morgen werde ich den neuen Charakter anfangen. Mache ich heute doch noch nicht einen neuen Charakter, ey. Eigentlich wollte ich heute machen, ey. Dann hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich jetzt schon häufiger Königin gespielt, ey. Ja, 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 Klon war aus meinem Stream, den habe ich auch in FL jetzt schon. Nein, den kann ich im Stream. Haben wir gelabert und deswegen, so. Klon konnte sich also doch wieder anmelden, das ist gut. So. Nö, wahrscheinlich ist es am Spielestät. Xbox andocken Party. Xbox andocken Party. Ja, ist im Spielechat. Er hat es wohl noch nicht bemerkt. Nee, er guckt ja im Stream, dann wird das noch hören. Ja, leider. Ich würde heute gerne auch noch... Ich würde eigentlich halt gerne heute sogar noch einen Raid machen, aber leider geht das nicht. Wie die Sachen nicht mit, welche Sachen. Ja, weil ich da schnell das Zeug fertig machen will. Erstmal brauche ich noch ein paar Dinge einnehmen. Dann muss ich noch Leute umbringen und dann will ich noch Punkte machen. Und da ich am schnellsten Punkte mache in Kontrolle, ist es immer auch am besten. Ich? Nee. Ich habe nicht ein einziges gutes Gewehr, außer meine exotische Schrotflinte für Spezialwaffen. Das ist das Einzige. Ich will legendäre Scheiße haben dafür. Schmierhung? Kenne ich nicht. Schmierhung kenne ich nicht. Ach, du meinst Schmähung. Ah, Clone Boss hat immer nicht bemerkt, dass er im Spielechat ist, ey. Oh meine Gott, ey. Clone Boss, du bist im Spielechat. Immer noch. Meine Fresse, meine Herren, ey. Ah. Meine Frage, merkst du eigentlich nie, dass du im Spielechat bist? Nein, du warst im Spielechat. Ich habe nicht gesehen, ein Mikro war bei dir angezeigt. Wenn du nicht im Team bist und du im Spielechat bist, dann wird dir bei dir ein Mikro angezeigt neben deinem Namen. Und da stand ein Mikro, also warst du im Spielechat. Du hättest nur switchen müssen. Ja, egal. Jetzt machen wir ein bisschen PvP, ein paar Leute töten, ein paar Leute kidnappen. Das wird spaßig. Und wenn ich dann die ganze Scheiße fertig habe, dann sehen wir weiter. Clone Wars, Level... Ach ja, ich werde heute noch Königin. Ich werde heute noch Königin-Scheiß den ganzen Tag noch machen. Wenn ich mit den Beutezügen fertig bin. Nee, die ganze Zeit Königin töten. Titten, meine ich. Nicht Titten. Töten! Ja, Tickly brauche ich auch noch, aber die ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wenn man so sauschnell richtig kriegt, ich habe nämlich jetzt 5 Dinger gekriegt, nur indem ich 2 legendäre Dinger zerstört habe. Kontrolle! Bravo, Team! Dann kann man super schnell jetzt seine Sachen aufleveln, ey. Zeit zu kämpfen! Dann werde ich heute und Raid Museum spielen, damit ich überhaupt Dingsbums schaffe. Level 30. Und komme ich nur auf Level 29. Der Feind hat Zone A erobert. Ihr habt Zone C eingenommen. Jetzt B, los. Bin bei B. Wo bleibt ihr? Wieso ist keiner bei B, verdammte Scheiße? Kann mir einer erklären, warum keiner bei B war? Ich war der Einzige bei B. Ja, jetzt! Ich war die ganze Zeit schon bei B. Feind hat Zone B erobert. Ja, na, hat mir jemand den Kill schon wieder geklaut, ey. Mistfeute.
Führung übernommen. Zone B neutralisiert. Wir haben Zone B eingenommen. Ah, Scheiße, da komm! Ey, was ist denn das denn für ein Wichskämpfer da oben? Ich hasse Kämpfer. Wieso können die nicht einmal ohne kämpfen? Ja, bestimmt nennt er es taktisches Warten. Ich hab ihn gerade einen mit Nahkampf gekillt, der hat mich noch nicht bemerkt. Ich stand hinter ihm. Ah, schon wieder ein Kämpfer. Ey, das glaub ich nicht. Wie viele Camper sind denn das? Jämmerliche Spiele, ey. Ey, ganz ehrlich, also solange wir gewinnen, ist mir erstens scheißegal, aber... Wieso spielen die Camper? Können die ohne Camper spielen? Geht's die ohne Campen? Haben die irgendwie ein Problem, dass sie nicht richtig spielen können? Mein Führung Gott, übernommen. Nochmal. Fackelschein, doch. Ich habe nämlich ihn gerade mehrere Dinger davon zerlegt. In Führung. Soweit ich weiß, Führung war das verloren. Hier ein legendäres von der blöden Schlampe. Führung hier waren übernommen. Zwei Sachen von der blöden Schlampe. Führung also abgegeben. Eigentlich schon, soweit ich mich erinnern kann. In Führung. Schwere Munition kommt. Führung verloren. Schwere Munition verfügbar. Führung übernommen. Dass man nur Essenzen nicht von Königlichen hat. Führung abgegeben. Das wird mir gerade beim Stream geschrieben. Ja, in Führung. Bei was denn? Bei welchen Rüstungen? Königliche oder normale? Was für legendäre? Meinst du jetzt legendäre? Also nicht vom Königenschein. Ja gut, dann kann ich doch verloren. Aber ich weiß, dass ich einen Königin hatte. Einen Königenschein. Aber gut, ich habe von einem nämlich keine Aszendentenbuchstücke gekriegt. Okay, dann heißt es wohl unbedingt Führung doch nicht übernommen. Scheiß machen. Bringt nichts. Das funktioniert leider nicht mehr. Alter, also, wie schnell geht der Hund? Das war schwer so ein Ding. Ich wurde auch schon spawn gekillt. Einer schießt immer tot. Danke. Der Blödsinn hat mich nicht gekillt. Ey, wir sind hier total. Wir sind irgendwie am Verlieren, kann das sein? Ja, knapp, aber nur. Die holen voll schnell Punkte auf, nur weil sie uns umbringen. Die nehmen wir C ein. Zone C verloren. Ja.
Zone C ist sicher. Alter, ist das scheiße, ey. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo kriegen wir noch liegen, die da. Schwere Munition kommt. Schwere Munition. Anfangen. Aber gut, dann werde ich mich heute schmelzen. Lohnt sich nicht. Du kriegst ja so selten was Legendäres. Da ist jemand und nimmt gerade ein. Der Schmelzige. Nur noch 5 Minuten. Schmelzige bringt gar nichts. Dann bringt's mehr, dass du Dingsbums machst. Hier deinen Ruf erhöhen. Entweder kriegst du nur Schmelzig oder Ruf erhöhen. Und Strikes nicht unbedingt. Na, gute Idee, Strikes kann man auch machen. Alter! Wie hat... Achso, es war Dedel schon wieder. Ach, der kämpft ja immer noch da hinten. Ey, diese Dreckscamper da hinten. Ey, ich bring den jetzt um. Ey, hallo, wo springt der hin? Der sollte nach links springen. Wieso springt er nach rechts? Ah, fuck you, bitch. Ich bring jetzt diesen Dedel um. Ich gehe an ihm vorbei und bring Dedel um. Macht jemand mit? Dedel umbringen? Der geht mir jetzt voll auf die Eier. Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. So cool. Nee, Dedel war nicht mehr da. Dedel wurde wohl schon umgebracht. Führung abgegeben. Zone B ist neutralisiert. Zone C verloren. In Führung. Zone B ist sicher. Alter. Scheiße. Ich hasse Jäger. Ganz Führung ehrlich. Verloren. Wir verlieren. Zone C ist sicher. Zone B verloren. Wir verlieren, ja. Lass wir haben verloren. Ich hab gesagt, wir verlieren. Sein. Nur die Stärksten kommen durch. Ah, na gut. Wir haben nur verloren, weil wir Camper waren. Also, es waren die puren Camper schon wieder. Vegeta, wodurch versuchst du es denn? Weil ich eine andere Lobby suche. Ich spiele auch nicht mit solchen Wix-Campern. Nee, ich find's nicht okay, wenn man campt. Also wenn du es okay findest, okay, dann viel Spaß. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch meinen Dingsbums abgeben.
Meinen einen muss ich nur abgeben, muss ich nur was Neues mitnehmen, weil ich habe noch einen Schmelzziegel, den ich machen kann, nämlich Assists. Ja, ich muss kurz zum Turm. Ja, ich muss noch Assists-Ding abholen. Ja, aber das finde ich jetzt echt ärgerlich, dass man da mit die Königin-Sachen nicht umwandeln kann. Schade eigentlich. Gut, da muss man sonst eben Strikes machen. Ich habe, glaube ich, aus einem Strike mal was Legendäres gekriegt. Dann rein. Ja, du kriegst dich immer aus dem Strike was Legendäres. Denkst du, kriegst jedes Mal aus dem Strike was Legendäres? Bounties? Was sind denn Bounties? Noch nie was von gehört. Vegeta schreibt gerade durch Bounties und Fold-Mission. Kennt ihr Bounties? Was sind Bounties? Ach, meinst du Beutezüge oder was? Man soll auch Beutezüge sagen. Wir sind hier in Deutschland und nicht in Chinesen. Also, verstehe ich nicht, warum immer alle auf Englisch reden. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Durch Fold-Mission kriegst du eigentlich nichts wirklich Legendäres, außer eben die Bruchstücke und oder Energie. Und Bounties ist einfach nur pures Glück. Ich habe ja in 3 Tagen hintereinander ich ja gleich wieder Exotik-Dinger gekriegt, wie blöde. Und die Dinger mir am Sack vorbeigehen. Trag das mit Stolz. Würde lieber in die Tanne treten, als sie behalten. Aber gut, egal. Was sagt ihr? Soll ich den exotischen Helm zerschroten? Den werde ich sowieso nie nutzen. Hat zwar Licht plus 21, aber Disziplin plus 85. Disziplin will ich nicht haben. Entweder Intellekt oder Intellekt und Disziplin. Und da es nur Disziplin hat... Scheiße. Da es nur Disziplin hat, sage ich dazu, leck mich am Arsch. Ey, wieso haben die ja eigentlich immer noch Bergungszonen drin? Verstehe ich nicht. Beutezug akzeptiert. Dann geht es gleich wieder in Schmelzige rein. Ja, wie gesagt, du kriegst selten was Legendäres bei Strikes. Du denkst, du kriegst da so häufig was, dann gute Nacht. Sonst langweile ich mich. Ich hab da einmal bei Glück das gekriegt und dann habe ich nochmal weiter 3-4 Strikes gemacht und ich hab nichts Legendäres gekriegt. Das ist einfach nur pures Glück. Na gut. Ach, ich zerschrote diese Rüstung, brauche ich nicht. Perfekt. Aszendent-Rüstung. Das Studentenbruchstück habe ich jetzt wieder. 7. Perfekt, dann kann ich nochmal was verbessern. So, jetzt brauche ich nochmal 5 Aszendentenbruchstücke. Ich habe irgendwann nochmal was Legendäres, was nicht von der Königinwache ist, zerlegt. Und da habe ich sofort wieder Aszendentenbruchstücke gekriegt. Ich habe noch was von der Königinwache, aber ich glaube, wenn man das daraus nicht kriegt, dann kriegt man das daraus nicht. Halt mal. Hä? Fodron 3 sein? Damit was droppt? Nee. Umso höher dein Lichtlevel ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, umso seltener ist, dass du droppst. Wenn dein Lichtlevel natürlich relativ niedrig ist, dann kannst du auch nichts so leicht kriegen. Aber Jungs, mal ganz ehrlich, soll ich den exotischen Helm da zerlegen oder behalten? Weil eigentlich ist dieser Helm schon wieder total am Müll. Hä? Wieso? Was war denn das bei dir für einer? So, ich habe durch den
Ja, bei mir hat er nur Disziplin. Ich habe ihn gerade auch zerlegt. 3 Aszendentenbruchstücke gekriegt. Ja, ich brauche noch zwei Aszendentenbruchstücke und dann kann ich schon wieder, noch 2 Aszendentenbruchstücke brauche ich und dann kann ich schon wieder, mein Ding verbessern. Dann habe ich meinen Handschuh fast fertig. Ja. Ja. Nee, nie was von gehört. Ihr Seifbolde. Ihr solltet weniger saufen und mehr vögeln. Entspannt besser. So, noch 15 Idioten muss ich umbringen, dann habe ich Krieger des Riffs auch fertig. Dann kann ich endlich wieder meinen Shader und so weiter wechseln, ey. Ah, und wir müssen unbedingt entweder heute, am besten heute noch, eine Raid-Gruppe zusammenkriegen. Ich glaube, das machen wir gleich, wenn wir hier fertig sind. Ach ja, und es gibt einen richtig... Ey, ich sag dir jetzt was, Herzog. Dein netter Sparrow ist ein Scheißdreck wert. Aus einem Grund. Du kriegst aus dem Raid was ganz Nettes. Den Sparrow Timebreaker. Und der ist, er hat einen speziellen Boost. Wenn du LB und RB gleichzeitig drückst, dann schießt er richtig schnell voran, aber wenn du es zu lange machst, explodiert er. Kontrolle. Alpha-Team. Ja, kommt wieder, aber ganz ehrlich, der ist extra speziell. Der sieht extra anders aus und so weiter. Hat ein spezielles Design. Sieht richtig geil aus. Also ich habe den mal angeschaut. Ich will den haben. Genau wie, das spezielle Schiff aus dem... Feind hat Zone C eingenommen. Wir haben Zone A erobert. Ja, natürlich. Zone B ist sicher. Zone B verloren. Ein Kill. Noch ein gekillt. Ja, ich hab 2 gekillt, ey. Von 4 Leuten. Ich dachte, ich sterb sofort. Nee, ich kille 2 von den 4. Geil. Zone C neutralisiert. Das ist ja der Hammer. Zone A verloren. Zone C ist sicher. Alter, die rennen ja nur zu dritt rum. A erobert. Ja, okay, müssen wir jetzt auch so rumlaufen. Sonst bringt's ja nichts. Ich habe bisher ein Spiel nur gewonnen. Zone B neutralisiert. Ganz ehrlich, ich frage mich, warum Leute manchmal nur PvP spielen, ey. Das bringt doch nichts, PvP zu spielen, außer Leute umzubringen. Das kannst du auch im PvE. Feind hat Zone B erobert. Oh.
Hä? Wie? Wie konnte ich getroffen werden? Hä? Das ist doch echt nicht normal, ey. Ich wurde durch... Toll. Ich denke gerade noch, wie meine... Ja, ich bin mal freundlich. Nehme ich das. Und dann nehme ich das. So, jetzt habe ich mein exotisches Schrotflintengewehr dabei. Ohne Munition. Fuck, von hinten. Ey, von hinten. Schwere Munition. So, jetzt brauchen wir Munition für meine Schrotflinte. Du hast schwere Munition. Zone A neutralisiert. Also das sind schon wieder Camper. Ich sehe die ganze Zeit die gleichen Leute nur bei der gleichen Stelle. Jedes Mal. Ey, gibt's hier eigentlich nur Camper in dem verfickten Spiel oder was? Ja, wäre das so, die campen total. Also, das ist echt nervig. Zone A verloren. Zone B ist neutralisiert. Wie geht da? Also das ist Zufall, ob du da was kriegst oder nicht. Das ist Zufall. Bei den Strikes ist nicht auf den Lichtlevel bezogen. Und der Drop von Gegnern, ja. Aber Strikes selbst nicht. Die sind wahrscheinlich auch vollständig aufgelevelt. Wir sind wieder vollständig aufgelevelt wahrscheinlich beinahe. Weil die meisten sind da. Welches Level sind die? 28 und so? Hauptsächlich die 28, ne? Doch. Weil nämlich, wenn die Level 28 sind und ihre Rüstung vollständig upgraded haben, dann haben sie auch mehr Verteidigung. Denkt doch mal logisch. Ja, das schon, aber nicht deine Rüstung, verdammt nochmal. Die macht ja keinen Schaden, die ist auf Verteidigung. Komisch, warum hält manche mehr aus und manche weniger? Ich habe einmal jemanden drei Kopfschüsse verpasst, der schießt mir. Oh fuck. Ich glaub's nicht. Schon wieder nur Assist. Zone B ist ich krieg jedes Mal nur Assist, ey. Zone B ist sicher. Ja, ist manchmal komisch. Ich bin einmal, schon längst in Deckung gewesen, auf einmal sterbe ich trotzdem. Ich sehe ihn nur. Schwere Munition kommt. Volltreffer. Schwere Munition verfügt. Alter Scheiße. Alter, das war richtig geil. Scheiße. Zone C verloren. So, jetzt ist endlich langsam mein Controller leer, ey. Freue ich mich drüber. Dann kann ich endlich meinen Controller aufladen. Zone A neutralisiert. Ich habe nämlich heute ja mein Kit gekriegt. Mein nettes Kit da. Zone B verloren. Zone A ist sicher. Wir haben Zone C neutralisiert. Weiter Zone B erobert. Ja, das bringt was. Das kostet nicht so viel. Und das Beste ist, hat ein Lithium-Ionen-Akku. Weiter
Zone C eingenommen. Ich bin bei B mit meinem Schild, ne? Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Oh shit, Scheiße, na gut, ist gleich echt ganz leer. Ja, na klar, dann kriegst du. Alter! Alter, ich hab zwei Leute mit einer Granate gekillt! Geil! Zone B verloren! Scheiße, ey! Controller leer! Batteriewechsel! Jetzt muss ich schnell mal meinen Controller das Ding einsetzen, ey. Kacke. Komm, raus da. Ich muss jetzt in meinen Controller rein. Komm. So, perfekt. Wie rum muss das Ding rein? So? Ja, so. Bei B wollen wir gerade gut auf. So. Klappe zu. Boah. Alter. In Führung. Perfekt. Ah, jawohl. Nein, dann ist es auf einmal ein Gegner. Jetzt habe ich das Akku-Pack drin. Weil ich konnte wegen so einer scheiß Blendgranate nicht. Assist. Yes, wegen der Assist. So, jetzt krieg ich auch Schrotflinte. Schrotflinte! Hä? Scheiße, die sind tot! Alter, so schwach die Schrotflinte. Nur der Kampf bringt den Sieg, Güter. Also, Kämpf! Führung abgegeben. Zone A verloren. Wir dürfen nur jetzt nicht mehr die Dinger verlieren. Führung übernommen. Volltreffer. Zone B verloren. Ja! Ja! Geil! Geht doch! Alter! Geil! Hi Snake! Der kriegt mir was, glaube ich. Dann bleiben wir drin, ne? Machen wir nochmal. So, jetzt muss ich schon mal das Ladekabel bereit machen. Nicht, dass der Akku-Pack auch bald leer ist. Hab's noch das Ding noch nicht einmal aufgeladen bisher. Ich hab's jetzt zum ersten Mal im Controller drin. Schon. Jojo. So. Ja, gut und selbst. So. Perfekt. Oh Mann, ich wollte den Raid machen. Halt mal, Vegeta, du bist Level 26? Nee, das weiß ich, dass sie gleich Schaden machen, das weiß ich ja, aber bloß, ich meine, was anderes, aber egal. Ja. Alter, das Ladekabel ist ja viel zu lang, ey. Das ist mir viel zu lang, das Ladekabel von dem Controller. Aber jetzt erstmal zur Frage. Cooler Angriff, was war das?
Das war vom Warlock seine Superattacke. Die macht Leute mit einem Schuss kalt. Es gibt nur einen Pfad zum Sieg. Aber so ähnlich Angriff hat auch der Titan. Eure Feinde. Ich komme zu B. Ich renne gerade auch zu B. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. Ihr habt Zone B eingenommen. Scheiße. B haben wir eingenommen, aber sind tot. Führung übernommen. So, Munition brauche ich. Zone B verloren. Führung abgegeben. Wir holen uns B zurück. Feind hat Zone B erobert. Ja, ich habe ihn erwischt. Meine exotisch. Zone B neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Hä, ich bin noch. Ah, von hinten noch einer. Führung verloren. Zone B verloren. Ja, leider. Feind hat Zone B erobert. Alter, da sind drei Camper. Da campen drei bei C grad, ey. Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. So, ich hab ihn eingekillt. Jetzt habe ich mal ein Ding fertig. Zone C verloren. Scheiße. Feind hat Zone C eingenommen. Ich bin bei B, ich bin bei B. Zone B neutralisiert. Ja, das ist schon wieder. Also meine andere legendäre Waffe, die ist echt gut. Trotz, dass sie schwächer ist als meine exotische. Mag sie aber auch lieber irgendwie. Schwere Munition kommt. Führung übernommen. LOL, der hat extra eine Ulti nehmen müssen, um mich zu töten. Ey, was für eine Lusche. Oh, schwere Munition. Danke, schwere Munition. Zone A verloren. Komm, Junge. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. Alter, das glaube ich nicht. Wieso hat der da... Scheiße. Ich hab voll daneben geballert, ey. Oh, leck mich mit deinem... Zone B verloren. Wir haben Zone B eingenommen. Ey, lasst ihr mich auch mal rein, ihr Scherzkekse. Alter, scheiß Snipewixer. Ich hasse Snipewixer. Okay, Snake. Bis gleich. Das war einer, Vorsicht.
Ich hab den einen mit der Schrotflinte weggenatzt, ey. Oh, der nächste hat mich weggeballert, ey. Schade eigentlich. Schnell zu B, schnell zu B. Los, schnell zu B, Jungs. Ja, erwischt, der andere hat mich ja wieder gekillt. Shit! So, und wir sollten jetzt gleich Leute, wenn ich fertig bin mit dem PvP, können wir gerne mal nach... Ich hab's gesehen, ich wollte den halt auch vorne töten, also... So, was brauche ich noch? Assists... Noch ein Spiel gewinnen, bitte. Mann, den wollte ich mir gerade von hinten holen. Ist zwar nicht sehr freundlich, aber... Ich weiß. Mann, den wollte ich mir gerade auf... Schwere Munition, komm! Scheiße, ey. Ich geh zu C. Los, schnell zu C, da ist Steffen. Du hast schwere Munition. Zone C verloren. Ich hab die schwere Munition besorgt. Ich hab Zone C eingenommen. Nur noch 5 Minuten. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Ihr habt Zone A erobert. Feind hat Zone B erobert. Lauft! Ihr Säcke, lauft! Da ist einer. Alter! Da kommt einer und will sich bestimmt wieder den zurückholen. Ja, da kommt einer. Ich wusste es. Hier ist ein Schild, du Vollidiot! Und ich hab ihn gekillt. Als Belohnung. Jeder hat keine Chance. Ah, der hat mit 2 Schuss oder so niedergemetzelt. Zone B ist neutralisiert. Ich hab ihn gekillt als Belohnung mit Granate. Zone C verloren. Zone B ist. Oh, er hat mir 18 Schuss überlassen. Das finde ich freundlich. 18 Schuss, damit kann ich was anfangen beim schweren MG. Wir müssen zur B. Zone C neutralisiert. Hä? Wie Zone jetzt? B verloren. Wie geht denn das denn? Der wusste noch nicht mal, dass ich da bin? Oder nicht Einer wirklich, Zone dass ich da bin? Ist doch verarscht hier. Zone C ist sicher. Ich habe mit C. Zone C verloren. Bei C haben, sind 2 wieder. Zone B ist neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Wir sind am Verlieren. Führung wir dürfen abgegeben. Nicht verlieren. Nur Zone einmal B gewinnen. Ist sicher. Zone B verloren. Zone C neutralisiert. Feind hat Zone B erobert. Der will aber nicht runterkommen. Dafür haben wir das Ding jetzt eingenommen. Er hat Zone C eingenommen. Schwere Munition kommt. Schwere Munition verfügbar.
Zone B ist neutralisiert. Oh, ey, ich bin schon eingebogen. Wie kann er mich noch killen? Ich bin schon... das ist doch nicht normal. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Zone B wird eingenommen. Zone B verloren. Oh lol, mit dem Raketenwerfer, ey. Das könnt ihr schön zurücknehmen hier. Penner. Naja, gewonnen haben wir so. Da müssen jetzt schon alle drei Dinge einnehmen auf einmal. Eine Minute. Dein Licht ist stärker, Hüter. Zeig es ihnen. Zone C verloren. Das ist jetzt nicht normal. Hat Zone C eingenommen. Wir haben gewonnen. Dein Licht war nicht hell genug. Das ist eigentlich nicht normal. Beim nächsten Mal. Das ist echt nicht normal. Ich nur 7. Aber ist mir egal. So, jetzt suchen wir ein neues, weil ich habe keinen Bock wieder auf Camper. Die waren ja auch wieder schön am Campen. Also irgendwie kann keiner bei der Destiny ohne campen. 2 Leute haben davon gecampt. Ja, die haben extra bei den Dingern gewartet. Da waren immer 2 dabei. Nö, ich warte nie. Das ist nicht für mich immer auch campen. Das ist immer auch campen. Das kann man nicht sagen hier, ach ja, ich warte mal kurz, kommt gleich einer. Ich bin mal kurz auf eure Klosett, also bin ich gleich zurück. Bis gleich. So, bin wieder da. Also ich habe gerade in dem Spiel 1400 Punkte nur gemacht. Ja, egal, dann muss ich noch mindestens, ich schätze mal, muss ich noch 7 Spiele machen, aber macht nichts. Ich will sowieso die PvP-Sachen noch fertig machen und so, also bringt's ja noch was. Und dann krieg ich auch noch Schmelzziegelmarken, also ist das nicht so schlimm. Also das kann man auch positiv sehen. Gar nichts. Jetzt. Ja. Das ist sonst ist es nichts, sonst ist es ein Witz. Also da sollten sie echt mal was machen, dass man da auch was bringt, was man PvP spielt und nicht hier... Hä? Wie? Schon wieder gleiche Map? Das ist doch ein Witz! Zone
Zelle C ist sicher. Ey, das ist ein Scherz. Da fühle ich mich jetzt auch verarscht. Ihr habt Zone B eingenommen. Ah, da hinten ist einer. Also ganz ehrlich, also meistens sind es die Leute, die Noobie spielen, nur die Leute, die nur Schrotflint nehmen und nur Snipers nehmen. Doch, das ist Noobie. Nee, das ist Noobie. Du machst da, du schießt damit einen Schuss weg. Ja, ist beides Noobie. Ist beides Noobie. Also schon wieder Camper hier drin. Oh, gibt's hier einmal ohne Camper? Oh, scheiße. Ich hab wieder Schlagen. Ah, die Sau hat mich mit dem Schrotflint, obwohl ich schon weg war, gekillt. Ey, was ist denn das denn für eine Sauerei, ey? Was sind das für Schrotflinten, was für Reichweite haben die, ey? Du musst mitten vor einem stehen, damit der überhaupt stirbt. Das mit einer exotischen. Das ist ein Witz. Und die schießen da vom Weiten. Also, ich finde das eine Verarsche. Ne, zur A. Ich bin bei A. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Schwere Munition kommt. Zone A neutralisiert. Wie? Alter, so. Das geht. Das geht durch, durch den Hügel, geht die Attacke sogar? Das ist doch verarsche. Also, Entschuldigung, durch einen kleinen Mini-Hügelein geht sogar die Attacke. Das ist ein bisschen verarschen. Führung übernommen. Die verarschen doch sowieso immer noch einen. Okay, ja, dann. Ach, scheiße, ey. Ah, Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Also, Raketenwerfer ist zum Beispiel auch möglich. Ja, trotzdem ist Noobig. Noobig. Ganz ehrlich, eigentlich sind alle Spezialwaffen Noobig. Muss ich ehrlich zugeben. Zone C verloren. Zone B verloren. Weiter Zone B erobert. Ich muss mal kurz nachgucken, was wieder mir geschrieben wurde. Zone A ist sicher. Feind hat Zone C eingenommen. Wie geht denn das denn?
Führung abgegeben. Zone 10. So, ich stehe hier und keiner schießt auf mich. Zone C ist sicher. In Führung. Hä, wieso kriegt er... Alter, wieso ver... Alter, wollte gerade schon sagen, wieso... Ey, das ist doch für Schiss gerade schon wieder gewesen, ey. Zone A verloren. Ja, trotzdem ist das scheiße, das nervt. Zone C verloren. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Schwere Munition kommt. Falsch, ich bin gerade am Verlieren. C eingenommen. Schwere Munition verfügt. Oh, scheiße, da war einer noch, ey. Ich hab's den gerade gesehen auf dem Radar. Zu spät, ey. Halt mal. Gerd Jones. Gerd Jones. Level 29. Wollen wir Gerd Jones? Gerd Jones ist Deutscher. Sollen wir ihn mal, zur Party einladen? Wegen Raiden. Noch 5 Minuten. Hallo? Habt ihr ihn gerade zugehört? Zone B ist neutralisiert. Alter, wie wenig Schaden kriegst du von meinem scheiß Gewehr? Zone B ist sicher. Ich hab auch ein bisschen scheiße geschossen, aber so wenig Schaden kriegt man eigentlich nicht von so einem Gewehr. Verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Ja. Wir haben Zone C neutralisiert. Wir haben Zone C eingenommen. Sniper. Vorsicht, Sniper, Sniper von hinten. Feind hat Zone B erobert. Oh, sag es mir doch früher, du Witzbold. Du sagst nein und dann 2 Sekunden später sagst du hinter dir, ja toll. Du bist gut, ey, du bist ein Scherzkeks. Führung verloren. Ich sehe dich. Total verzögert gerade. Führung übernommen. Wir haben Zone B eingenommen. Erwisch, du Arsch! Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Scheiße. Weiter Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. Ach ja, wie hieß der Typ? Gör. Gör Jones, da haben wir ihn. Spielerkarte, der spielt alleine. Mäß ihn nieder, zeig kein...
Was? Du bist noch schlechter als ich im PvP? Oh mein Gott! Du hast schwere Munition. Ich hab mal gehört, Jones jetzt eingeladen. Ja, seltsame Münze! Und Clone Wars kriegt ja auch noch einen Shader Beowulf. Ey, fick dich, Clone Wars! Fuck you! Fuck you! Gert Jones, mal gucken, Clone Wars kann ich mit. Er stirbt. Dann bräuchten wir noch zwei Leute. Und Vegeta ist Level 26. Vegeta, wirst du mitmachen? Raid? Mal gucken, wie schnell wir den Raid dann schaffen, ey. Er liegt bei mir auch noch. Ah, das sieht echt nicht schlecht aus. Sieht cool aus, ne? Wenn Gör mitmachen würde, dann hätten wir schon mal einen vierten Mann. Gör Jones. Aber ich glaube, der kommt nicht rein. Ich habe den Bade eingeladen. Wir brauchen Leute, ja, PvE bist du, glaube ich, besser als ein PvP. Also, denke ich schon, dass wir das schaffen sonst, ne? Müssen wir einfach mal schauen. Wenn du Level 26 bist, dann kannst du ja mit Raid kommen. Und irgendwann musst du sowieso Raid spielen. Ja, ich will auch endlich mal das Ding auch mal machen. Weil das wollte ich schon so lange machen, aber ich hatte einfach keine Zeit dazu, beziehungsweise ich hatte einfach keine FL. Ja, ich werde nicht die exotische fertig kriegen. Das können wir immer auch währenddessen machen. Oh Mann, wenn ich noch. Ich würde ja nochmal Gör Jones anschreiben, aber. Kann ich leider nicht. Ja, ich schreibe es auch nur per Handy meistens. Ich schreibe meistens sehr, sehr viel schneller. Ja, ja. Gibt es ja leider kein Pad, dass man da schnell mal schreiben kann mit dem Controller. Das gab es ja beim Dingsbums, bei der Xbox 360 gab es das ja. Dieses, wie hieß das Ding? Ach genau, ich wechsle jetzt erstmal meine Waffe, meine Primärwaffe wechsle wieder zur Sniper. Kannst du gerne machen, Vegeta. Machen wir kurz noch ein bisschen PvP, wir wollen dann noch fertig werden, PvP. Ah, 3609 Punkte nur, so eine Sauerei. Schon wieder. So, noch 14 Assists und dann habe ich auch das mit Assists fertig. Dann kann ich nicht zurück zum Turm. Nein, geil, das Schrotti drin. Ja, Schrotti, Schrotti, meine Schrotti. Lauf zu B. In Führung. Der Feind hat Zone A erobert. Alter! Wieso werde ich als einziges gekillt? Was ist denn das zum Kotzen, ey? Ich werde als einziges schon wieder nur gekillt von der Granate. Alle anderen überleben.
Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Zone A ist sicher. Bald hat Zone B erobert. Kann man nicht ändern. Und außerdem ist es kein Katze, du blöder Kater. Feind hat Zone C eingenommen. Na, Kampfkill. Ja, und ich muss mal schnell eine Nachricht wieder antworten. Übernommen. Zone B ist neutralisiert. Zone C ist sicher. Zone B ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Zone C verloren. Da waren drei. Ich hab den einen gekillt. Hab den weggenutzt mit der Schrodi. Feind hat Zone C eingenommen. Okay. Das Spiel ist einfach geil, ey. Das macht einfach Spaß. Also Multiplayer macht es ein bisschen auch Spaß. Das ist Hauptsache, man spielt mit mehreren Leuten im Multiplayer, ne? Alleine macht es hier keinen Bock. Macht es keinen Fun. Ah, schon wieder 4 Schuss statt 3. Ich liebe diese Schrotflinte. Meine Schrotflinte kann... Ah, nee, diese Munition... Ey! Was? Meine Waffe regeneriert später Munition sogar. Geil! Will ich haben. Zone B verloren. Meine exotische regeneriert. Bald hat Zone B erobert. Du hast schwere Munition. Da war ein Sniper, oder? Doch nicht. So, scheiße. Zone A verloren. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Erwischt! Ich hab ihn erwischt! Am liebsten mag ich es, wenn ich gleich 2-3 Leute auf einmal erwische. Mit einer Ulti. Böser Junge. Zone A neutralisiert. Da wollte ihn gerade jemand zu euch reinkommen. Zone C verloren. Aber ich habe gesagt, hier kommst du nicht rein. Ihr habt Zone A erobert. Ich hab Zone C eingenommen. Ja, er hat seine Ulti gemacht. Ich hab ihn nicht später dann gekillt mit einem Schuss. Ja, er hatte noch ein bisschen übrig. Da geht einer zu A rein. Ey, da waren ja schon wieder zwei. Ach Mann, ey. Geht mal schnell dahin, da sind zwei Idioten. Zone A verloren. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Oh. Ja, ey, das ist echt nicht mehr normal hier, ey. Zone B ist sicher. Ja,
ich bin auch wieder dabei. Ich bin gerade gestorben, weil ich gerade schreibe, ey. Ist nicht schwer, mich dann zu töten. Zone A ist sicher. Ihr habt alle Zonen erobert. Snake, also ich werde heute vielleicht anfangen oder morgen. Es kommt drauf an. Wenn wir heute noch eine Raid-Gruppe zusammenkriegen, dann werde ich heute nicht mehr neu anfangen. Aber wenn wir eben keine Raid-Gruppe zusammenkriegen, dann eben leider nicht. Dann werde ich heute Jäger anfangen. Zone C verloren. Weiter Zone C eingenommen. Oh. Assist, perfekt, wissen's, Assist. Willkommen beim Spiel, die dazugekommen sind, außerdem. Schwere Munition. So, jetzt. Oh, Scheiße, von hinten. Schwere Munition verfügbar. Bam! Erwischt! Zone C neutralisiert. Nur noch 5 Minuten. Zone C ist sicher. Alle yeah. Wir gewinnen schon wieder, ey. Wir beherrschen den Feind. Wir beherrschen den Feind. Hä? Was? Oh, von hinten. Wieder mit der Ulti. Alter, ey. Das ist echt nicht schwer, Leute umzubringen dann. Ja, die Jägerpistole. Ich mag die nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich mag sie Zone nicht. Zone C verloren. Weiter Zone C eingenommen. Doppelkill. Oh ne, von hinten. Ach, Mano. Ja, Vegeta, das machen wir gleich. Wenn das Spiel gleich zu Ende ist, dann kannst du sofort beitreten. Dauert nicht mehr lang. Also vielleicht macht Vegeta dann heute auch noch den Raid mit. Dann haben wir schon mal 4 Leute, brauchen wir nur 2 für den Raid. Zone C neutralisiert. Du denkst schon wieder falsch. Level 23er können da nicht rein. Ich hab Zone C eingenommen. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Zone B verloren. Aha. Weiter Zone ja, B erobert. Der schießt auch auf mich. Ein Schrotflintschuss und an die Fresse geschlagen. Geil. Alter, was ist das denn für eine geile Scheiße hier? Noch ein Kill, Lichtpartie gekriegt, geil! Ich liebe es! Ja, verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Von links kommt Zone vielleicht B einer. Neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone A neutralisiert. Perfekt. Zone A ist sicher. Ihr habt alle Zonen erobert. Feind hat Zone C eingenommen. Volltreffer! 2 Kills auf einmal. Noch einen dritten Kill dazu. Yes! Das war der fette geil Scheiße hier. Ey, das war ein richtiger Punktekiller. Also damit hat man richtig Punkte verdient. Schwere Munition kommt. Ah, okay, Snake. Ah, das macht gerade richtig Spaß, hier Leute umzumurksen. Von links. Was schwere Munition. Oh, danke, ey. Ich schmeiß mal Granate so mitten in den Ding rein, ey. Kill mich fast selbst. Auf zum nächsten. Ja, Jäger muss ich neu hochleveln. Das kann ich nicht einfach so gleich mit Maximallevel anfangen, leider. Aber juckt mir auch nicht. Oh, da kriegt schon wieder jemand Achill. Und ich krieg gar nichts? Wieso krieg ich gar nichts? Ich habe 1,25, du Arsch!
So, ja, ich muss sowieso zurück, noch jemanden dazu holen, nicht Vegeta. Der kommt jetzt auch dazu. Nee, nee, wir machen jetzt gleich weiter Multiplayer weiter. Ich mach gleich Multiplayer weiter. Ach stimmt, die wöchentliche muss ich auch nochmal machen. Gute Idee. Ja, bis gleich. Vegeta kannst beitreten, wenn du willst. Ich werde jetzt erstmal drei Sachen abgeben. So, schwere Munitionssynthese habe ich bald 40 Stück dabei. Das müsste dann erstmal reichen. Ja, okay, mache ich. Aber wer wollte. Habe ich. Warte mal, ich muss mal kurz was nachgucken. Stimmt. Ich habe die wohl noch nicht auf der FL, oder? Oder Vegeta? Kann das sein? Muss ich die auch mal auf die FL nehmen? Dann kann ich die auch in die Party einladen. Ja, da haben sich auch schon viele beschwert. Da wird jetzt diskutiert, ob vielleicht so eine Suche wie bei dem anderen Zeug gemacht wird. Eingeführt wird. Ja, genau. Genau das Gleiche. Das finde ich schon schade. Ja. Aber wenn Vegeta noch mitmachen würde, dann wären wir schon mal zu viert. Dann bräuchten wir nur zwei Leute. Ah, was denkst du, was ich will, ey? Ich will unbedingt den Raid endlich mal machen, weil ich habe so viel von dem Raid gehört, dass er so richtig geil sein soll. Er bringt richtig fett Abwechslung. Und deswegen will ich unbedingt den Raid mal machen, weil ich habe in jedem Test habe ich gelesen, der Raid lohnt sich richtig. Das ist Abwechslung pur, haben die immer geschrieben. Immer Abwechslung. Deswegen will ich unbedingt meinen Raid machen. Ich bin so gespannt auf den Raid, muss ich ehrlich sagen. Weil alle sind so begeistert von dem Raid. Ja, gläserne Kammer. Es kommen noch neue Raids dazu. Zwei Stück war es, glaube ich. Einer im Riff. Und noch einer woanders. Ich weiß nicht mehr wo. Aber die kommen per DLC. Also musst du DLC kaufen können. Das ist wunderschön. Na, mich juckt's ja nicht. Die Musik. Auge der Geschichte. Oh, leck mich doch. Dein Auge der Geschichte. Auge der Geschichte. Ich kann den Kurz. Weil den Buckel rutschen. Wie auch so. Ja. So. Alter, die Königin habe ich ja bald schon wieder Level ab, verdammt, die alte Schlampe. Und ich, Idiot, habe vergessen, meine Waffe zu wechseln. Ich Vollpfosten! Mann, bin ich ein Idiot! Scheiße. Naja, egal, jetzt zeige ich die Schrotflinte, wie ich die Leute mal auf Level gebracht, oder? Wie geht nicht? Wieso geht nicht? Wieso geht nicht, wie geht da? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso geht nicht? Ja, wir können gleich tägliche sonst machen. Sonst können wir gleich tägliche machen. Naja, es geht. Ja, gleich, warte, ich will mal kurz nachgucken. Alter, geil, ich kann Rang 3 noch werden bei der Königin. Das ist ja geil. Nee, nee, du verstehst mich falsch. Ich muss nur morgen schaffen. Wenn ich das morgen noch schaffe, dann kriege ich vielleicht noch Rang 3 hin bei Königin. Echt. Ich habe, mir finde ich, nur 500 Punkte. 500 Punkte etwa und dann bin ich Rang 3 bei Königin. Dann hole ich mir noch die Krone der Herrschaft und dann noch Prismatänzer. Und die Waffen muss ich mir noch holen, fällt mir gerade ein. Ach genau, warum hole ich sie nicht jetzt? Hole ich sie gleich. Einmal die, einmal die. Ich hole mir jetzt jede Waffe mal kurz. Ich muss sie mal kurz im Lager tun, also nicht wundern. So, jetzt muss ich erstmal gleich auch noch. Wie geht das? Wieso kannst du nicht beitreten? Wieso geht das nicht? Ach, stimmt, jetzt glaube ich, weiß ich wieso. Ah, sehe schon. Ja,
ist voll. Ja, Vegeta, wir machen das gleich nochmal, wenn ich im Orbit bin, dann kannst du nochmal beitreten. Ja, so ist das manchmal. Level 16er Fusionsgewehr. Level 20 Maschinengewehr. Level 20 Maschinengewehr, verdammt. Ich hab nur eins davon. Schrotflinten werde ich sowieso nicht benutzen. So. Ich muss noch schnell eine Waffe kaufen bei der blöden Alten. Ja, machen wir nicht gleich. Wie kann ich dir helfen? Scheiße. Du sollst Scheiße essen. Dauert noch kurz, Vegeta. Ich muss noch eine Waffe kurz im Lager stecken und dann gehen wir zurück zum Orbit. Ach stimmt, ihr wollt ja die täglich machen. Dauert vielleicht doch noch ein bisschen länger, Vegeta. Scheiße. Ach nee, machen wir gleich jetzt. Dann macht ihr beide gleich die tägliche. Ich mach damit Vegeta ein bisschen PvP noch. Ja, die wöchentliche, bei der wöchentlichen mache ich mit. Das kann ich jetzt schon sagen. Noch ein Scharfschützengewehr? Geil. Wie Scharfschützengewehr habe ich denn? Gellert E muss ich behalten. Die behalte ich auch. Och Mann, welche Waffe kann ich denn wegstecken erstmal? Welche Waffe kann ich hier wegschmeißen erstmal? Ach egal, nehme ich das da. So. Zurück zum Orbit. Diese Daten wurden manipuliert. Keine Ahnung. Vegeta, kannst du jetzt beitreten? Er ist tot. Bitte versuchen Sie später erneut. Wo bleibst du, Vegeta? Wir warten nur auf dich! Ja, genau, jetzt mache ich hier mein altes Zeug rein. Lied des Lichts. Oder war es das? Ja. Da brenne ich so schön. Ach nee, ich wollte das hier. Oder? Ja, lassen wir das erstmal drin. Mein altes Emblem und mein altes. So, jetzt sehe ich wieder richtig gut aus, ne?
Oder Orakel. Hm, der sieht auch nicht übel aus. Lass erst mal Orakel drin. Vegeta, wo bleibst du, Mensch? Hallo? Ja, ich mache noch weiter PvP. Vegeta, dann gib mir mal deinen Gamertag, dann lade ich dich ihm selber ein. Los, gib mir einen Gamertag, du Sau! Oder ich guck selbst nach. Ja, bei der wöchentlichen, da mache ich mit, sag mir Bescheid, wie wöchentliche macht. Wöchentlich mal mit. Mal. So. Ja. So, jetzt habe ich jemanden eingeladen. Wenn du jetzt nicht beitreten kannst, CKCB geht, da weiß ich auch nicht weiter. Ja, ich brauche die auch. Ich hoffe, ich krieg noch zwei Stück. Wenn ich noch zwei Stück von den Bruchstücken kriege, wäre perfekt. Wo bleibst du, CKCB geht da? Schläfst du oder was? Ich hab dich eingeladen. Zur Party und zum Spiel. Ah, da bist du schon mal da. Dahin. Machst du denn noch Raid mit? Hast du Bock später Raid mitzumachen oder nicht so unbedingt? Weil dafür eine Gruppe zusammenzukriegen ist schwer. Ja, den. Da gibt's so einen geilen Sparrow, den will ich unbedingt auch haben. Ich werde von FL fragen, ob die mitwollen. Mal gucken. Genau, kann ich mir schnell jemanden einladen, ein paar. Nachtgreifer, der hat einen neuen angefangen. Der spielt sowieso immer Raid, oder? Spielt er gerade Raid? Ne, er ist gerade Turm. Aber ich frag mal hier einen Kumpel aus meiner FL, der hat auch schon Raid gespielt. Der hat gestern Raid gespielt, sobald ich mich erinnern kann. Ja, genau. Wenn jetzt noch Rammstein mitmachen würde, wäre es perfekt. Dann hätten wir schon mal 5 Leute. Und Rammstein hat den Raid schon gemacht und da hätten wir schon mal einen erfahrenen Typen, der beim Raid eine Ahnung hat. Ja. Das wäre schon mal perfekt. Also, jetzt muss ich mal schnell nachgucken. Schreib mal schnell.
Ach, das habe ich schon gemacht. Leck mich am Arsch, dass ich Post habe. Kontrolle. Bravo, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Clone Wars? Nein. Blutwurst? Nein. Tod? Nein. Es der gibt Tod nur auch einen nicht. Pfad zum Sieg, wo ist er denn? Killt ihr schon mal? Ich mach damit. Ich muss immer kurz ihn suchen und nochmal schon nachschreiben. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Führung übernommen. Der Feind hat Zone B erobert. Führung verloren. So, ich habe ihm mal geschrieben. So, dann mal gucken, ob da der mitkommt oder nicht. Wäre echt gut, wenn er mitkommen würde. Er hat echt schon Ahnung davon und dann haben wir schon mal ein bisschen mehr. Oh, er kam gern schnell. Ich hab mir auf den Radar geschaut, du Idiot. So, guck ich eigentlich nie auf mein Radar, verdammte Scheiße. Zone B neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Jetzt schon in Führung? In Führung! Das war ein Kill geklaut. Renn hin! Schieß an! Töte! Einfach geil, ey. Ich mag die Schrumpel irgendwie. Angeschossen und dann. Nein! Oh Mann, der hat noch so einen Fitz der Energie gehabt, ey! Was ist, ey? Scheiße. Und beide tot. Doppelkill. Zone C neutralisiert. Du hast schwere Munition. Zone C ist sicher. Oh, ich hab zwei Stück gekillt, ey. Zone C verloren. Zone C eingenommen. Oh, von hinten noch erschossen worden, ey. Voll abgelegt. Direkt beim Spawn? Ist das ein Witz? Ey, das ist doch eine Verarsche. Ich werd direkt vom Gegner in der Nähe gespawnt, ey. Was ist das für eine Verarsche hier? Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert.